Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Heute mit einem Transformers Animated Review der Voyager-Figur Starscream. Und ich muss eindeutig sagen, das ist die geilste Starscream-Figur, die ich bis jetzt gesehen habe. Auch wenn es von der, ja, meist gehassten Animated-Line ist. Ich finde diese Figur einfach geil. Ja, wo fangen wir an? Am besten mit der Verpackung. Die Figur, wie immer, machen wir zur Seite. Und jetzt kommen wir einmal zu dem Karton. Wir haben einmal vorne ganz groß Starscream abgebildet, der natürlich auch noch in drei verschiedenen weiteren Varianten erhältlich ist. Quasi andere Charaktere. Ich glaube, Sandstorm war es, Skywarp und ich glaube, das war's. Ja, die Figur hat mich 19,99 gekostet. Wir haben hier einmal an der Seite das große Decepticon-Logo, Voyager-Größe, mit den anderen Voyager-Figuren Cybertronian Mode, Megatron und Bulkhead. Und auf der Rückseite haben wir ganz groß, richtig schön, das Artwork quasi von, oder gesagt, von Starscream, wie er in einer richtig bösen, nachdenklichen Position quasi wieder seine nächsten Schachzüge plant. Ja, und ansonsten haben wir noch hier die typischen Präempel, bla bla und so weiter, Galactic Powers. Da haben wir eben einmal der im Fahrzeugmodus, der schnellste aller Decepticons und Spezialist für Luft- und Überraschungsangriffe. Seine Waffe durchschlagen Metall und zerstören dann die Elektronik. Ja, die Figur ist ziemlich cool. Wir sehen einmal hier unten den Flugzeugmodus, der ziemlich geil ist. Hier haben wir nicht den typischen F-16-Jet, sondern wirklich hier diesen verkehrt herum. Ich weiß nicht, ich glaube der Phantom, bin mir nicht ganz sicher. Ja, also hier ist alles eigentlich verkehrt herum. Die Rückenflügel sind quasi, also die Seitenruder sind quasi verkehrt herum, die Flügel sind verkehrt herum, aber dadurch sieht die Figur richtig geil aus. Und hier haben wir einmal Starscream im Robotermodus, obwohl ich zugeben muss, dass hier dieses Bild schlecht umgesetzt wurde. Man sieht einfach, es ist deformiert. Ja, und ansonsten hier nochmal richtig schön das große Artwork. Richtig saugeil. Ja, und oben dann auch nochmal ganz groß Starscream nochmal abgebildet. Ja, und drunter haben wir noch die Deluxe-Figuren, Lockdown, Cybertronian, Modus, Optimus Prime, Prowl und Bumblebee. Ja, und jetzt kommen wir einfach mal gleich zu der Figur. Die Figur, wie gesagt, ist ziemlich geil. Sie hat nur eine große Schwachstelle und das ist der Kopf. Egal ob im Flugzeugmodus oder im Robotermodus, ich zeige euch auch gleich wieso. Ja, wie gesagt, die Figur ist ziemlich cool umgesetzt. Wir sehen hier richtig schön in Gold das Decepticon-Logo. Macht ordentlich was her. Auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, so ein leicht rot-metallisch, aber nur ganz leicht, haben wir hier noch mehrere Verzierungen drauf. Hier vorne mit weinroten Einschubdüsen. Ein gelbes Cockpit, was ich auch ziemlich cool finde, weil man sieht hier wirklich da innen drin auch die ganzen Details. Ja, diese leicht versetzte Spitze hier hat ja solche Einschublöcher quasi für Luft darstellen, ist aber so designt, weil diese ganze Spitze quasi nicht wegklappt, sondern in quasi das Cockpit reingeschoben wird. Ja, ansonsten, wir sehen hier hinten diese schönen Flügel, echt schön gemacht, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Raketen hier hinten, ja, sehen ein wenig blöd platziert aus, lassen sich nicht so wirklich gerade biegen. Was ich auch schön finde, ist, dass die Füße hier quasi mit dem Triebwerk die Möglichkeit bieten, das Triebwerk hoch und runter zu drehen, was ich auch eigentlich ziemlich cool finde. Und unten drunter sehen wir eigentlich nichts groß. Wir sehen hier die Füße, hier in die Arme und das war es eigentlich schon. Das Landegestell hier vorne lässt sich einmal einklappen. Diese Landegestelle hier finde ich auch ziemlich cool. Die klappen im V-Modus quasi hier unten rein. So. Und was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass diese Waffen hier unten im Flugzeugmodus auch nach vorne klappen können. Hat was, auf jeden Fall. Gefällt mir. Ist eine nette Idee. Ja, und kommen wir jetzt einfach mal gleich zur Transformation. Die ist ziemlich simpel gemacht. Wir trennen einmal hier oben kurz die Beine heraus. So. Anschließend drehen wir die Figur rum. Die Waffen müssen natürlich nach hinten zeigen, sonst blockieren die Beine. Wir drehen anschließend hier diese Beine nach vorne und lösen damit quasi eine Transformation aus. Hier unten sehen wir dieses Orangene, das ist wie so ein Zahnrad drin, was quasi diese Spitze nach innen zieht. Dazu aber die Beine einmal anwinkeln, ist das leichteste.
Und jetzt, während ihr das nach unten klappt, die Arme hier innen drin auch nach außen winkeln. Das macht es alles deutlich einfacher und es passiert nicht, wenn wir Glück haben, was ich bei dieser Figur befürchte. Nämlich, dass der Kopf mal wieder abfällt. Das heißt, wir klappen das einmal so hoch, so rum, bis es einrastet. Hier unten seht ihr selbst, die Spitze rastet dann quasi im Torso einmal ein. So, verschwindet dann quasi hier einmal im Torso, was ich sehr schön finde. Anschließend drehen wir die Beine wieder nach hinten, drehen die gerade, winkeln die nach unten an. Jetzt haben wir quasi einmal hier wie so eine Art Storchenmodus für Starscream. Könnt ihr natürlich auch so gestalten, wenn ihr es wollt. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. So, nachdem wir unten die Füße aufgeklappt haben, drehen wir hier dieses Ganze einmal nach unten. Drehen die Beine nach vorne. Winkeln sie ein bisschen auseinander, damit es auch ein bisschen besser aussieht. Die Flügel hier hinten, das heißt die Seitenruder, biegen wir nach hinten. Anschließend hier hinten haben wir einen Pin. Der wird quasi hier unten eingehakt. Wir müssen natürlich die Arme ziemlich nach unten drehen. So, jetzt. Das heißt, ihr klappt das einmal so herum und rastet das einmal hier hinten ein. So, fertig. Eigentlich schon. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, hier hinten entweder es so zu lassen oder, wie ich es eigentlich ziemlich geil und auch deutlich besser finde, ihr klappt das hier auseinander. Es löst sich leider manchmal. Das ist leider ein kleiner Nebeneffekt davon. Dreht das Ganze nach oben. Das gleiche hier auch. Könnt das alles so nach hinten anwinkeln. Das sind wie so Thrusterflügel. Finde ich ziemlich geil. Und ja, anschließend ist eigentlich Starscream schon fertig verwandelt. So. Das ist Starscream. Wie gesagt, ich finde ihn ziemlich geil. Die Waffen könnt ihr auch hier nach oben klappen, wenn ihr wollt. Aber das ist noch nicht alles, was diese Figur drauf hat. Dazu aber gleich mehr. Ich zeige euch jetzt erstmal eine Kleinigkeit, was ich an dieser Figur echt beeindruckend finde. Diese Figur hat einzelne Hände. Ich will das mal ein bisschen ranzoomen. So, die quasi einmal die Daumen öffnen können, einmal die Finger bewegen können, was ich ziemlich geil finde. Die unteren vier Finger sind alle miteinander verbunden. Und hier drinne befindet sich nochmal eine Waffe. Das heißt, ihr klappt einfach die Waffe hier oben herunter. Was ich natürlich auch schon ziemlich cool finde, ist, dass die Waffe direkt hier oben über der Faust ist. Sie ist wirklich echt gut in der Hand eingebunden. Aber wenn ihr jetzt diese Waffe hier oben packt, nach unten schiebt, klappen sich an der Seite hier Waffen nochmal aus. Seht ihr es? Hier sind kleine Waffen drin versteckt im Arm. Ich zeig's mal von oben. Ihr dreht ganz einfach die Waffen nach vorne und schon, ja, klappt sich das aus. Natürlich, ich bin jetzt eben hier in die Seite gekommen, die Rakete ist abgeschossen. Muss natürlich nicht sein, aber das finde ich schon ziemlich cool. Und wenn ihr es jetzt so nach vorne klappt, dann wirkt es wirklich, als wenn Starscream so eine richtig brachiale, waffengespickte Hand hat. Es können Klingen sein, es können aber auch eine Elektrowaffe sein, was ich eher vermute. Ich habe es leider in der Serie nie gesehen. Und das gleiche könnt ihr natürlich hier auch nochmal ausklappen. So. Und jetzt hat Starscream natürlich schon diese zwei fetten Armwaffen. Und auch das Gesicht macht echt was her. So ein richtiges, verschmitztes, böses Grinsen. Hat natürlich auch die Lightpipe-Funktion. Was ich an dieser Figur noch nicht so schön gemacht finde, ist, dass einmal der Kopf zu weit quasi unten ist. Das heißt, der Hals geht unter, effektiv, durch das große Kinn. Und was ich auch nicht so schön finde, ist, bei der Transformation kann es sehr oft passieren, dass dieser Balljoint, wo die Figur hier drauf ist, hier unten aus diesem aus dieser Kugelhalterung quasi rauspoppt, dadurch, dass dieses Teil hier oben nach oben switcht. Und dadurch, ja, verliert Starscream öfters mal seinen Kopf. Die Figur an sich ist, wie gesagt, echt bombig. Und Voyager-Größe, wie gesagt, macht deswegen auch wieder einiges her. Und die Beweglichkeit ist auch echt atemberaubend, finde ich. Wir haben einmal hier an der Seite dieses normale Drehgelenk. Ihr könnt auch hier dieses Gelenk nochmal drehen. Das heißt, er hat wirklich in der Hüfte mehrere Gelenke. Die Hüfte selbst lässt sich leider nicht drehen. Ihr könnt aber so den Fuß zur Seite anwinkeln. Im Knie sind auch Gelenke. Ihr könnt quasi den Fuß richtig schön zu einer Action-Pose zusammenklappen, wie ihr wollt.
So. So, wollen wir das einmal mal so anbringen. Und Starscream natürlich dann in ja, einer etwas, ich muss zugeben, merkwürdigen Position. Aber ihr könnt, wie gesagt, alles Mögliche mit dieser Figur anstellen. Und sie ist einfach geil. Sie hat was, wie gesagt. Das Design ist einfach schön gemacht. Und auch wenn ich zugeben muss, das Jetpack hier hinten gefällt mir auch richtig gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Thruster hier oben sind. Schöner wäre es gewesen, wenn sie unten gewesen wären, hier unten rausgeguckt hätten. Dann wäre es mit den Flügeln ein bisschen epischer. Ansonsten, wie gesagt, ziemlich geil. Und ihr könnt natürlich hier hinten auch einen Flugpin quasi anbringen und die Figur dadurch quasi fliegen lassen mit einem Figurenstand. Ihr könnt ziemlich coole Posen, wie gesagt, fliegend hinbekommen. Ihr seht selbst, die Figur lässt sich schon ziemlich cool in eine Flugposition bringen. Und ja, Starscream ist eigentlich, wie gesagt, einer meiner Lieblingscharaktere. Er ist so richtig böse und hinterlistig. Und ihr müsst sagen, geil. Und holt euch diese Figur auch. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Overall ist diese Figur wirklich einfach nur geil und hat für mich im Fahrzeug sowie im Robotermodus volle 10 von 10 Punkten verdient. Und ja, auch das Design und auch das hier unten an den Flügeln quasi die Decepticon-Logos links und rechts sind, macht bei dieser Figur auch nochmal echt was her. Die Farbgestaltung ist echt schön gehalten. Alleine diese Mischung aus diesem Blau-Grau und dem roten Verzierung plus dem Gelb, es ist einfach eine geile Farbmischung. Die schwarzen Akzente machen natürlich dann nochmal deutlich was mehr her. Und, nicht umkippen. Die Füße sind auch sehr schön gestaltet. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Man sieht, sie sehen sehr sleek aus. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wieso diese Figur hier oben diese Konnektorenports dran hat. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Wofür? Aber nun gut, vielleicht finde ich das ja auch irgendwann nochmal heraus. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr geile Figur. Ich kann sie euch empfehlen. Und ich hoffe, das Review hat euch soweit gefallen. Es war ein kurzes Review. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Review. Dann auch mit weiteren Animated-Figuren und auch mit neuen Serien, wie auch immer. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Rexford.